Hallo, ich meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video mal wieder zu Shakes in Fidget und einer tollen Neuigkeit. Für mich und aber denke ich mal auch für euch. Nach lang hin und her steht es nun soweit fest, wir können wieder regelmäßig aktiv Shakes in Fidget hier auf diesem Kanal präsentieren. Ne, ist hier auch eingeblendet, ist ein Sponsored Video, beziehungsweise wird wieder eine Sponsored Kooperation mit den Entwicklern sein. Und ich habe ja das Weihnachtsvideo gemacht, haben ja einige gesehen. Und ja, nun können wir das erstmal wieder regelmäßig machen, einmal in der Woche. Und ich habe mir gedacht, so alleine ist ja auch langweilig irgendwo, warum nicht mit euch zusammenzocken? Ich weiß, es sind immer noch ein paar, auch von damals, noch Shakes and Fidget spielen. Und da habe ich mir gedacht, gut, warum nicht? Ich mache euch hier ein Angebot. Ich spiele auf Welt International 30, ja, im Shakes and Fidget Remastered. Ich weiß gar nicht, ob das mit den normalen Shakes and Fidget auch mitgeht, aber es müsste eigentlich alles das gleiche sein. Das Remastered sieht halt einfach nur anders aus. Und ich würde jetzt hiermit eine Gilde gründen, und zwar die, wie nennen wir die mal? Ja, die Ostmagier, ja. Die Ostmagier von, oder ne, wir nennen sie einfach nur die, keine Ahnung, die Krieger, ach, das hört sich auch schon, die Zauberer von Dresden, so. Die Zauberer von Dresden gründen, die gewählte Gildenname ist leider nicht verfügbar, sehr schön, die Zauberer von Zwickau, so, gucken wir mal den. Ist leider auch nicht verfügbar. Alles klar, dann nennen wir es einfach nur Zwickau. Die ist wiederum verfügbar. Sehr schön. Die Gilde Zwickau steht euch im Endeffekt hier mit offen. Wie gesagt, Welt 30 International. Und da könnt ihr gerne eine Einladung halt schicken. Die nehme ich dann auch an. Und dass wir das Ganze gleich mal ein bisschen bindungsmäßig hier alles so machen, suche ich natürlich auch Leute in der Gilde, die ein bisschen Organisation und Dings übernehmen. Sprich, naja, wie nennt man das hier? Moderatoren, Dinger halt, ne? Sprich, die sich dann später mal um Bewerbung kümmern, die Angriffe leiten, die Verteidigung leiten, die Raids planen und so weiter und so fort. Wer von Jackson Fidget da Ahnung hat, beziehungsweise einfach Bock hat, sagt man es mal eher so, der gerne, wie gesagt, Welt International 30, die Gilde Zwickau, sich gerne bewerben. Das geht dann entsprechend alles durch. Ich habe den Vorteil, ich bekomme immer Pilze zugestellt. Sprich, wir können das hier massiv und schnell ausbauen, sodass ihr dann auch einen Bonus, einen Goldbonus und einen Erfahrungsbonus bekommt. Das ist alles kein Problem. Und ja, wie gesagt, wer Bock hat, gerne bewerben, let it go. Wie gesagt, International Welt 30, mein Name seht ihr dementsprechend hier noch. Ich weiß jetzt nicht der geilste Name, aber immerhin. So, was werden wir heute tun? Wir werden die Alu noch ein bisschen durchballern. Ich habe schon mal angefangen. Wir können einander helfen. Das ist sehr schön. Ich habe schon mal angefangen, das Ganze hier zu machen. Ich hab einen Haufen Treibsanduhren, sodass wir das Ganze hier überspringen können. Dass das Ganze hier etwas schneller läuft. Wir haben momentan XP-Wochenende, also sprich, wir bekommen doppelte bzw. mehr Erfahrung. Und da sieht man auch, sind wir jetzt schon mal auf jeden Fall 37 bekommen, aber aktuell auch noch ein paar Uhren zurück. Hallo. Und dann müssen wir mal gucken hier, gegenstandstechnisch sieht es nicht so praller aus. Wir feuern dann dementsprechend auch nur auf die XP und nicht aufs Ding. Hey, achten wir dementsprechend auch jetzt nur auf die XP und nicht aufs Geld. Und das geht dann auch relativ schnell. Wie gesagt, dieses Alu durchgeklicke. Bei euch wird es natürlich langsamer laufen, weil das, was ich jetzt im Endeffekt mache, kostet Geld. Einmal Ingame-Geld, die Treibsanduhren ist ja alles über Ingame-Geld, aber auch das Durchgeklicke, das kostet wiederum Pilze. Das ist ja die Ingame-Währung, wisst ihr ja schon Bescheid. Aber ist alles kein Problem. Ihr müsst nicht mit meinem Tempo durchgehen. Es wäre schön, logischerweise, wenn ihr aktiv logischerweise dabei seid. Aber es muss keiner 300 Alu durchballern. Ne, das, da ist niemand per se gezwungen, da Haufen Echtgeld dafür auszugeben. Es geht einfach nur just for fun und mal gucken, wie weit wir im Endeffekt kommen. Denn wenn man sich das Ganze mal hier in der Dings anguckt, ja, komm, gehen wir mal zurück. Hier in der Heldesreihe Top Gilden. Wir suchen mal bitte nach Rang Nummer 1, da ist Fame, 50 Member sind da mit drin, die haben im Durchschnitt, ja, die haben schon ein gutes Level vorgelegt auf jeden Fall, aber
ja, kriegen wir trotzdem noch hin. Ja, wir können uns relativ schnell hochboxen, würde ich. Kadabra. 50 Mann ist der ganze Spaß, aber allerdings auch in der Gilde begrenzt. Muss man dazu sagen. Also mehr als 50 Mann können wir nicht annehmen. Hallo. Aber ja, gucken wir erstmal, ob es überhaupt so viele werden. Wir kloppen den ganzen Spaß hier noch durch. Stärke minus Intelligenz plus. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da haben wir nämlich endlich mal hier was. Ich habe natürlich mittlerweile auch eine Festung. Zack, zack. So, dann kann das nämlich hier schon mal... Gut, so viel haben wir jetzt in dem Fall nicht. Aber Edelstein suchen, das müsste eigentlich klappen. 450, oha, das kostet aber auch eine Menge. Lassen wir lieber erstmal hier vorhinein. Erstmal müssen wir das hier ausbauen. Das wäre mir lieber erstmal ganz geliebt. So mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, desto besser ist der ganze Spaß nämlich. So. Ah, da bist du ja. Jo, da bin ich. Da hauen wir Glück weg, kriegen wir Geschick drauf, brauchen wir nicht. Mal kurz gucken hier, aber hier kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Gold. So, oh ja, das sieht gut aus. Dann gucken wir mal noch, was wir so in der Unterwelt schaffen. Ich habe einige interessante Aufträge für dich. Das ist schön, meine Schöne. Brauche ich aber in dem Fall hier. Das sieht besser aus. Jawohl. Nö. Oh, ja, eine neue Waffe. Aber das, das sieht uns Intelligenz wieder komplett vom Hintern. Aber das bringt das meiste. Anyway, machen wir das auch mal. Das ist alles so aufregend. Absolut, absolut. So, bam. Was denn? Wartezeit. So, machen wir das hier. Hallo. Jo. Und dann so guter Letzt den hier noch. Da haben wir 1000 Gold rausbekommen. Da hätte man durchaus noch mehr zwar können, aber Alu haben wir komplett durchgespielt. Guten Tag. So, das heißt, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Alles verkaufen. Läuft dann dementsprechend soweit. Gucken wir mal, was wir hier in den Dungeons, Unterwelt können wir ja noch gar nicht, aber in den Dungeons sind wir hier 4, 7, 10 von 10, ne? Beziehungsweise hier beim Endgegner 10 von 10. Ja, bitte weitergemacht. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ja, das war jetzt erstmal wieder 130k. Ja, 60k. 32k, möchte ich, bin es geht nicht speichern. 21k, naja, 50. Jetzt habe ich den Kampf doch wieder gespeichert. So. Jetzt Batman, ich glaube, hier kann man echt noch in dem Fall nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. 83 ist halt wieder so ein Krieger mit einer übelsten Rüstung. Na, 30 ist aber noch nicht mal ansatzweise in dem Bereich, wo wir hin müssten. Nee, das wird auch nicht. Und hier 10 von 10, das wird ja gerade 114. 29k, aber da war auch ein, ich wollte gerade sagen, da war auch ein absoluter Lackrit mit dabei. 25k, gut. Aber unter 10k, das wäre schon, da hätte man eine realistischere Chance. Aber in dem Fall leider nicht. Schade. Aber gut, ist kein Problem. Da bauen wir, was kostet das hier? 113, 90. Bauen wir unsere Intelligenz weiter aus. Aber auch nicht so viel, weil so viel Gold haben wir wiederum auch nicht gehabt. Was wir aber immer noch tun können, ist einmal blöde. Ja, ja, blöde dran drehen. Haben wir Erfahrung. Oh, 500 Gold, sehr gut. 4000, 60 Holz. Ja. 9000 Erfahrung. Nochmal 500 Gold. 71 Gold. 38 Gold. Holz. 6 Holz. Nochmal 300 Gold. Ja, Steine sind jetzt nicht so besonders. Sehr gut. Wie machst du das? Holz ist gut. Schon wieder gewonnen. Ja gut, Steine jetzt nicht so viel, aber wie passt. Du das? Wieder gewonnen, bin beeindruckt. Schon wieder gewonnen. Sehr gut. 3 Pilze? Da lacht er. Wisst ihr, warum lacht er bei 3 Pilzen? 3 Pilze sind gut. Und 71 Gold. Sehr gut. Aber unsere ein paar Vorräte dementsprechend mal wieder hier mit aufgebaut. Kaserne brauchen wir momentan noch nicht. Schatzkammer auch noch nicht.
Den Schutzwall, der spielt erstmal auch keine Rolle. So ein leichtes, so ein interessantes Ziel sind wir momentan einfach noch nicht. Das ist so simpel, wie es eben ist. So, dann die Intelligenzenbüttel hochrotzen und hier mal noch 5 Punkte oder ein paar mehr Punkte reinlegen. In die Ausdauer. Oh, Ausdauer kostet halt aber echt einen Haufen. Warte mal, kommen wir hier auf 700? Ne, 700 reicht es nicht mehr, oder? Ah doch, 701 ist gut, dafür können wir jetzt hier nichts mehr investieren. Okay, aber weiter ausreichend tut es noch nicht. Ich brauche eigentlich noch mehr Edelsteine, ne? So die geilsten Edelsteine habe ich hier noch nicht rausgeholt. Aber wir stehen ja dementsprechend auch noch am Anfang. Gut, meine Freunde, also wie gesagt, nochmal Zusammenfassung. Welt International 30, ja, die Gilde heißt Zwickau. Ich werde jeden Tag ein bis zweimal dementsprechend reinschauen. Ich suche dann, ihr könnt dann gleich noch eure, mir per Direct Message, also hier über direkte Nachricht, guckt mal, was ich hier zugespammt werde, Alter. Mir eine Nachricht schreiben, dass ihr, wenn ihr einen Posten, einen höheren Posten halt haben wollt, sprich, wenn ihr sagt, ich kenne mich mit Jackson Fidget aus, ich kann auf die Gilde Bille aufpassen, kann das alles managen, etc. pp., dann gleich mit schreiben. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann, haut rein. Tschüss.